Südgeorgien. Eine unbewohnte Insel mitten im Südpolarmeer. Der wichtigste Treffpunkt für Meeressäuger weltweit und einer der bedeutendsten Brutplätze für Seevögel. Vor der Küste liegt das britische Forschungsschiff Ernest Shackleton, 1400 Kilometer vom nächsten Hafen entfernt. Projektleiter Tony Martin plant nichts Geringeres als die größte Rattenausrottungsaktion aller Zeiten. 3 Helikopter hat der englische Zoologe dafür gekauft. Dieses Projekt ist ohne Zweifel das Wichtigste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und das Schwierigste. Vielleicht wird es mein Vermächtnis. Durch die Ratten haben Menschen der Insel nachhaltigen Schaden zugefügt. Innerhalb weniger Jahre können wir all das wieder gut machen und ihr zu neuem Leben verhelfen. Buntfuß-Sturmschwalben flogen früher zu Millionen ein. Heute finden sie auf Südgeorgien kaum noch einen sicheren Brutplatz. Genauso der südlichste Singvogel der Welt, der Riesenpieper, der nur auf Südgeorgien lebt. Auch er ist bedroht von Wanderratten, die einst mit Seefahrern an Land gelangt sind. Ohne natürliche Feinde finden die Nager in den Bodenbrütern millionenfache Beute. Weltweit sind Ratten verantwortlich für den größten Artenverlust auf Inseln. Selbst Mäuse haben in 2 Buchten Fuß gefasst. Auf einer Nachbarinsel haben sie bereits gelernt, gemeinschaftlich große Albatros-Küken zu töten, die hilflos sind, bis sie Flügge werden. Gelingt es dem Team der Ernest Shackleton Südgeorgien von den Nagern zu befreien, könnten hier geschätzte 100 Millionen Vögel mehr leben. Im Minutentakt bringen die 3 Helikopter Paletten mit Rattengift an Land. 200 Tonnen für 58.000 Hektar. Eine Fläche 5-mal größer als jede andere, auf der zuvor Ähnliches versucht wurde. 8 Millionen Euro kostet der Einsatz, den eine private Stiftung, der South Georgia Heritage Trust, initiiert hat. Das 4-köpfige Pilotenteam wird von Peter Garden geleitet. Der Neuseeländer gilt als der erfahrenste Mann für Rattenausrottungen weltweit. Er war schon auf Hawaii und in der Karibik im Einsatz. Doch selbst für ihn ist Südgeorgien eine besondere Herausforderung. Dieser Job ist der größte meines Lebens. Und vermutlich auch die größte Rattenausrottung, die es je auf der Welt geben wird. Ich habe schon in sehr entlegenen Regionen gearbeitet. Aber keine war so weit von jeder Zivilisation entfernt wie Südgeorgien. Ich mag Herausforderungen. Und die sind nirgendwo größer als hier. Die Bodenmannschaft stellt die Köder bereit. Sie enthalten den Wirkstoff Brodifacoum, der zu Blutverdünnung führt. Und eine geheime Zutat, die sie für die Nager unwiderstehlich macht. Die Köder wurden eigens für Südgeorgien entwickelt. Größe und Farbe sollen sie für andere Tiere möglichst unattraktiv machen. Nebenwirkungen beim Team befürchtet der mitreisende Arzt nicht. Wir sollten nicht zu viel in unsere Augen oder vor allem in den Mund bekommen und es dann runterschlucken. Aber eine kleine Menge würde nicht schaden. Für eine Vergiftung müssten wir viele Dutzend Gramm aufnehmen. An den Hubschrauber wird ein Stahltrichter gehängt, ähnlich wie er auch in der Landwirtschaft zur Aussaat verwendet wird. Mit dem Gewicht zu fliegen, verlangt einiges Geschick, damit der Trichter nicht wie ein Pendel zu schwingen beginnt. Die Arbeit unter dem Helikopter ist die gefährlichste. Und für mich ist eine feste Position in der Luft zu halten der schwierigste Teil beim Fliegen. Sollte irgendetwas schiefgehen, würde ich den Hubschrauber seitwärts zu Boden reißen, sodass niemandem etwas passiert. Nur dem Helikopter. Mit 400 Kilo am Haken steuert Peter sein Einsatzgebiet an.
Per Knopfdruck kann der Pilot den Trichter öffnen und schließen. Ein eingebauter Rotor schleudert die Giftköder in alle Richtungen, auf einer Breite von 90 Metern. In Vegetationszonen werden 5 Kilo pro Hektar gestreut. In kargen Regionen nur 2. Sie werden von den Ratten auf der Suche nach neuen Revieren durchquert. Ich denke beim Fliegen nicht an die Ratten. Ich muss mich sehr konzentrieren. Auf das Fliegen selbst und darauf, dass das Gift dort landet, wo es hin soll. Ratten. Stück für Stück sammeln sie das Gift ein, um es in ihren Höhlen zu horten. Schon in kurzer Zeit werden daher nur noch wenige Köder in der Landschaft zu finden sein. Fressen die Ratten davon, vergehen einige Tage, bevor sie zurückgezogen in ihren Bauten an inneren Blutungen sterben. Nur dank dieser Zeitverzögerung lernen sie nicht, das Gift zu meiden. Als der Wind auffrischt, muss Peter abbrechen. Der gelbe Hubschrauber ist bereits am Boden. Die Elektronik, um den Frachthaken zu lösen, funktioniert nicht einwandfrei. Wir versuchen, das zu reparieren. Im schlimmsten Fall könnte der Pilot bei einem Problem nicht die Ladung abwerfen. Am Abend erklärt der Kartograf einem Kollegen das Flugprogramm. Es zeichnet die Fluglinien der Piloten auf und zeigt mit einem Mausklick, ob die Bahnen wirklich akkurat waren. Falls noch Lücken klaffen, muss nachgearbeitet werden. Ein Zehntel der Insel ist bereits rattenfrei. Es liegt rund um die Forschungsstation King Edward Point. Hier hat Tony Martin 2011 ein Pilotprojekt durchgeführt. Aber hat auch wirklich keine Ratte überlebt? Die Umweltbeauftragte Jennifer Lee kontrolliert regelmäßig Kaustäbe, die alle 500 Meter aufgestellt worden sind. Ratten würden in der verführerischen Masse irgendwann Bissspuren hinterlassen. Das sieht gut aus. Kein Anzeichen für Ratten. Es ist wirklich sehr ermutigend, dass 2 Jahre vergangen sind ohne eine Rattenspur. Das macht uns sehr zufrieden. Denn selbst wenn nur ganz wenige Ratten überlebt haben sollten, besteht die Chance, dass sie hier auftauchen. Wir sollten also vorsichtig optimistisch sein. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht.